herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute ist eigentlich ein cooler Mittwoch und das Wetter passt, alles passt. Und wir haben den RSQ3. Wir haben die Teile vom Live wieder abgeholt. Sieht schön aus. Ja, lecker Schnittchen, guck mal. Ja, jetzt hat das irgendeiner schon mit dem Finger angefasst, weißt du? Ja, aber sieht gut aus. Schön lackiert. Ja. Und das machen wir heute dran. Ein Mini-Whitebody. Ich nenne das Mini-Whitebody, weil das ein Mini-Whitebody ist. Mein Assistent. Immer ein Zollstock, dann messen wir aus, wie viel breiter das Auto ist, als es ist. Liebe, dass man hier ein Zollstock gesucht wird. Das kann sogar bis zu 3 Stunden dauern, weil die Halle ist groß. Das muss so funktionieren wie bei, kennst du nicht hier von Dr., wie heißt er? Dr. Edgar, wie heißt der? Der im Fernsehen kocht. Kennst du so? Der hat so alles hier vorbereitet und eine Schüssel gehabt, ne? Und dann sagt er, ja, das muss ich was umrühren. Und dann schiebt er es weiter, nimmt er das Umgerührte und sagt, ja, auch das habe ich vorbereitet. Im Prinzip hat er schon alles fertig gehabt. So. Guck mal. Es sind 3 Zentimeter. Meine Jungs haben entschieden, dass wir das nur 3 Zentimeter breiter machen. Deswegen machen wir das nur 3 Zentimeter, weil es soll auch so ein bisschen auch so ein Autohaus-Bodykit sein, was quasi jedes Autohaus selber einbauen kann, ohne großes Trara. Okay, legen wir los. Klebeband, hast du alles vorbereitet? Komm mal hier ein bisschen. Mit dem Wagen. Guck mal, das sieht aus wie bei Real, die Putzfrau. Im Krankenhaus essen. Im Krankenhaus. Hier ist alles schon vorbereitet. Handschuhe, na, wie eine OP. Handschuhe, Alkohol ist nur halb leer oder halb voll. Sickertücher, Dings hier, wie heißt das? Und Dings. Und Dings. Heute hilft mir der Olli bei dem Einbau von dem Bodykit. Und zwar. Ja, ne? Ich gebe dir 10, wenn du das über den Kopf anziehst. Guck mal, Papa Schlumpf. Schlumpfine, guck mal. Ja, wir haben schon lange kein Einbauvideos gemacht, weil wir so viel auf einmal entwickeln. Dieses Jahr ist, glaube ich, das Jahr der Entwicklung bei uns. Mhm. Wir entwickeln wirklich, glaube ich, 6, 7 Autos, ne? Ja. Gleichzeitig. Und ja, deswegen, manche fragen sich, hey, Bildzeug, was ist mit dem Bodykit oder dem? Aber das dauert lange, ja, und durch die verschiedenen Stationen, die Bodykit durchgehen müssen, dauert es länger. Ich wollte noch mal ein riesen Danke sagen an dem André von Tölken Fischer, Audi Zentrum Krefeld, für die coole Kooperation mit dem Audi RSQ3. Das ist nicht die erste Kooperation, auch nicht die zweite, sondern wir haben richtig krasse Kooperation jetzt mit ihm ausgehandelt. Und zwar, sage ich jetzt nicht, kommt in den nächsten Wochen online. Ne? Was richtig, richtig cool ist. Ne? Achtung! Die Tinbusch-Bühnen, die wir haben, die sind echt cool. Ich habe so am Anfang gedacht, günstig, weil die relativ günstig sind vom Preis her. Ja. Habe ich gedacht, hier und da, weiß ich nicht. Aber ich muss euch sagen, 3 Jahre hält jeden Tag. Olli, ja. Das ist nicht sauber. Hatte ich vorhin, vielleicht gut, dass wir das aufnehmen. Wir haben Zeugen, dass er das gesagt hat, es ist sauber. Belzig ist dafür zuständig. Wollten Russen, kannst du das auch sowas nicht geben, ne? Man könnte auch, jetzt hat irgendeiner das Klebeband draufgeklebt hier. Warte, ich wollte euch was zeigen. Wenn wir schon an dem Scheinwerfer dran sind. Warte. Diese Vierecke, ne? Da ist eine Linse drin und diese kleine Vierecke hier, ne? Man könnte die zum Beispiel in rot machen. Bremse ist schwarz. Muss ich sagen, fast. Bremse. Alles andere schwarz hier und diese Würfel in rot. Das wird echt cool aussehen. Olli, Verbreiterung. Was? So. So passt bei dir? Mhm. Echt? Nein. Guck mal her, also halt du da fest. Mhm. Passt perfekt da rein, dass du schon einen Abschluss hast. Dann kannst du nicht falsch einbauen. Also im Prinzip kann das Bodykit
jedes Autohaus einbauen. Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie den Autohäusern nichts können oder sowas oder nicht sowas nicht einbauen können. Aber manche Wildbody-Kids tun sich die Autohäuser schwer. Falls sich irgendeiner fragt, warum wir das mit Klebeband machen, das für uns ist das einfacher. Erstens für den frischen Klarlack. Und zweitens für Fixieren ist das besser. Es gibt natürlich so Saugknöpfe, haben wir auch. Ja. So Saugknopf, ne? Den machst du hier so mit so einem Arm, mit so Schraube machst du fest. Fertig. Aber wir haben festgestellt, das ist nicht so schön für uns. Olli macht jetzt Sika und wir überlegen, was wir mit den Felgen machen. Da. Olli, was machen wir mit den Felgen? Was sagst du? Ich finde die eigentlich nicht schlecht, die Felgen, das ist das, ne? Also designtechnisch würde ich mal sagen, die könnten auch so von, zum Beispiel von Rotiform kommen, ne? Also ich finde die gut. Ich weiß nicht, ob wir nicht mit anderen Rädern das Auto schlechter machen. Ach hier, meine Fußer, guck mal. Und wenn das auf dem Boden liegt, also das Auto steht auf dem Boden, dann siehst du es überhaupt nicht, dass das kein echt Carbon ist. So nicht anders. Das Bodykit kann man bei uns bestellen in Vollcarbon oder in Glasfaser. Ja, hier bauen wir jetzt Glasfaser ein. Aber es ist machbar, dass wir das auch in Carbon liefern. Weil hier finde ich, das Auto ist alles in schwarz. Hier, guck mal, Logos sind schwarz. Ob das diese Audi-Ringe sind oder hier diese RSQ3-Beschriftung oder egal was, Android, ist alles schwarz. Und ich würde gerne das Auto wirklich nur schwarz haben, alles schwarz. Deswegen macht keinen Sinn, wenn wir das in Carbon bauen und dann lackieren. Mhm. Weil das ist ja vom Gewicht her ist das nicht viel, viel anders. Ja? Es ist minimal anders, aber lass auf das ganze Bodykit, auch wenn das 20 Kilo sind. Ich meine, wenn ich das, würde ich das sagen, aber auch wenn man aufs Klo geht, sind 20 Kilo weg. Fast. Naja, nein, aber vielleicht tanken oder sowas. Ne? Olli, fertig? Fertig. Also vernünftig? Mhm. Meinst du, fehlt das nicht über? Ich hoffe nicht. Weh. So, Stunde der Wahrheit. Wie sagt ein Pole? Du musst das dran drücken. Warum sagen die Polen sagen das immer? So sieht's aus. Die erste Verbreiterung ist drauf. Achso, ich wollte noch was anderes sagen. Danke für die ganz vielen Kommentare und die Abonnenten, die so kräftig hier kommentieren und unseren YouTube-Channel so schön unterstützen. Ich sage danke von dem ganzen Team, weil das ist nicht so, dass ich hier Belzec nur alleine hier vor der Kamera alles einbaut und alles macht, sondern das macht auch nur der Belzec, ja. Nein, das macht ein ganzes Team. Ja. Olli, bitte, dann halten. Auf Stoß. Also wirklich hier komplett auf Stoß. Ne? Hier darf kein Spalt drin sein. Hier wieder auch leicht. Was? Zu merken, wo man das reinsetzen muss hier, ne? Ist das nichts hier? Okay, ja. Sascha, vielleicht kannst du von der anderen Seite gehen. Ja, kann man sehen? Ja, jetzt. Ja. So nicht anders. Next one, bitte. So funktioniert bei uns der Einbau. Geht eigentlich schnell. Also ich schätze mal, wenn man nicht viel quatscht, ne, wie ich. Olli, was sagst du, wie lange brauchen wir für die Verbreiterung? Mit vorne? 1,5 Stunden. Ja, am ersten Mal 2 Stunden Einbauzeit, sehr viele Teile. Im Prinzip sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Audi hat 10, Lippe ist 11 und der Fusor ist 12, Heckklappenspoiler ist 13. Also im Prinzip 13 Teile sind das, oh, schon. Ein bisschen Arbeit weg, wieder zu warm. Ja. Ach deswegen, ja. Nein, ich habe trainiert, weißt du, bei McDonald's. Wieso glaubt mir das jeder? Wie sagt Berlusconi, ich habe fertig. Auch ein geiler Typ, ne? Wisst ihr, warum ich das so mache? Auf Kante?
Weil, dann weiß ich, wenn hier eine Luft entsteht, eine Blase quasi, ne? War ich sicher. Wenn hier eine Luftblase entsteht, ja, das abgeht, dann weiß ich, dass das nicht dran ist. Hände waschen. Stimmt gar nicht. Guck mal, wie schön der Boden ist. Obwohl, Achtung, guck mal auf den Boden. Obwohl hier so Fissel rumliegen, ist ja, ne, so. Wenn man hier drüber läuft oder so, oder einer guckt, sieht immer sauber aus hier. Mhm. Also wirklich, ich würde da jeden so einen Boden empfehlen. Schön aus. Was hast du, Sascha? Ja, geht so. Hä? Geht so was? Olli, schreib ihm eine Kündigung. Der hat gesagt, geht so. Ich weiß nicht wieso, ich habe mir noch nie, glaube ich, die Schnursenkel zugemacht. Ich mache die so immer rein, weil ich finde die hässlich. Oh. Als Kind immer Klettverschluss gehabt, lässig. Und so geht das den ganzen Tag, meine Damen und Herren. Weiter geht's, meine Damen und Herren. Mit. Sollen wir hinten, Olli? Ja? Sollen wir hinten oder vorne machen? Egal. So sieht's aus, Ladies and Gentlemen, check. Das fehlende dritte Element. Hier muss der Spalter wieder ein bisschen mehr sein, wie auf den Türen auch. Ne? Hier kann man auch natürlich wieder auf der Kante schön sehen, dass das wirklich auch so einmalig passt. Ja? Man kann das nicht anders einbauen, als so wie es ist. Auch hier ist natürlich hier diese, auf dem Seitenschweller, diese ganze Wölbungen und so weiter. Ja? Also das kann man nur so einbauen, nicht anders. Hey Kollege, Kamera kommt. Wie, bist du nicht anständig in der Kamera? Guck hinein, du darfst nicht vor der Kamera so bellen. Was denken die alle von dir, wenn die anderen Hunde das sehen? Ja. Jetzt habe ich mir was angetan. Das ist so krass passgenau. Mhm. Ich bin echt stolz drauf, auf meine Jungs. Ja. 3 Jahre habe ich gebraucht, bis es so weit ist, wie es ist. Und das Gute ist, ich habe 4 Jahre. Seit 4 Jahren habe ich den Autoklaven hier stehen. Und die Teile waren okay, die wir geliefert haben. Ja. Aber jetzt sind die perfekt. Ja. Ich hab da vieles verändert an dem Autoklaven, auch andere Programme geschrieben und seitdem funktioniert super. Ich habe auch geschafft, die ersten Carbon-Werkzeuge zu machen. Welche Teile kannst du in dem Autoklaven machen? Fast alle. Schon damals, also vor 3 Jahren, wo wir die Produktion hier in Deutschland gestartet haben, habe ich schon darauf geachtet, dass wir quasi Werkzeuge in Glasfaser haben, ja. Aber die, ich sag mal, 120 Grad auch Temperatur aushalten, ja. Ich habe darauf geachtet, egal welches Auto, egal welches Bodykit, ich habe für alle Dings gebaut, quasi Werkzeuge, die wir auch im Autoklaven nutzen können. Und ich bin echt dankbar, dass wir so viele tolle Entwickler haben, ob das der 3D-Scanner ist, oder die CNC-Fräsen oder die ganzen Programme oder. Dass man das nicht mehr so viel oder so hart per Hand machen muss. Ja, wir können quasi per Hand bauen, die großen Bodykits, die extrem aufwendige Werkzeuge haben. Oder die kleinen Bodykits wie das hier zum Beispiel, das haben wir gefräst und direkt die Werkzeuge gefräst, fertig. Ja. Weil da ist der Kostenfaktor anders als bei Golf 2 Verbreiterung, wie so ist, ja. Hm. Da muss man das Werkzeug, wenn du von unten guckst, muss so ein Aluminiumblock sein, so hoch, der kostet ein Vermögen. Ja, nur der Block. So, fertig. Fertig. Olli klebt noch zu Ende. Was? Wie lange haben wir es gebraucht? Wie lange haben wir es gebraucht?
Anderthalb Stunden. Der Olli macht das jetzt zu Ende. Jawohl. Der Clip zu Ende. Wie immer halt. Ich gehe Kaffee trinken und das habe ich mir verdient. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße an Audi Zentrum Krefeld. Ja, vielen Dank für die Kooperation. Dann zeigen wir das Auto, wenn das fertig ist. Beziehungsweise, ja doch, machen wir die Lippe, Schweller und Heckspoiler. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.